Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Ellerbacher Projekt. In dieser Folge wird es sehr spannend, wie er nämlich die Bürgermeister war. Jetzt dann gleich. Um 10 Uhr, glaube ich, ist das ungefähr. So. 10 Uhr, ja genau, hier wird es gerade reingeschrieben. 10 Uhr am Gerätehaus Bürgermeisterwahl. Ach, nee, schön hier. Muss ich echt sagen, also wirklich sehr, sehr schön hier. Dann machen wir hier wieder die Tür zu. So, ja. Hühner muss ich mir auf jeden Fall bald bestellen. Kann man ja, also. Der Vierhändler ist ja hier direkt drüben. Deswegen hole ich die dann. Da muss ich dann mal rübergehen und fragen, wie viel es aktuell da haben. Weil ich weiß gar nicht, wie viel passen denn hier rein. 360, ja, da könnte man schon ein paar nehmen. Ja, auf jeden Fall, wenn der Bürgermeister dann da ist, werde ich mir dann da auch einen Kredit aufnehmen. Von, ich habe jetzt mal zusammengerechnet, der Herr Sprenzler hat uns hier eine Rechnung gestellt. Von 68.000 Euro. Genau. Und diese müssen wir da auch zahlen. Und dazu hätte ich mir dann gedacht, dieses Feld 146 hier. Das kostet nochmal 65.000 Euro. Dann sind wir bei 140.000 Euro. Und dann brauche ich noch ein Silo. Und genau, dann glaube ich 150.000 Euro kommt dann da ganz gut hin. Würde ich jetzt mal sagen, ich würde sagen, dass ich mal hier das Fahrrad ready mache. Kurz einen Schluck Kaffee trinken. Und dann geht's ab zur Bürgermeisterwahl. So, noch ganz kurz einen Kaffee getrunken. Hier gleich mal unser Tor auf. Wunderbar. So, los geht's. Damit wir auch nicht zu spät sind, natürlich. Ich will ja auch nicht zu spät sein da bei der Gemeinde. So. Dann geht's einmal los. Ja, schön hier. Die Hupe. Radel mal dahin. Gut. Bin mal gespannt, wer der Bürgermeister wird. Also ich weiß zwar, dass ja auch sich mein Chef vom Lohnunternehmen, der stellt sich ja auch auf. Aber ich möchte mir erstmal die Konzepte von beiden anhören und dann entscheiden, wen ich wähle. Ich könnte zwar auch voreingenommen sein und sagen, oh, das ist mein Chef, den will ich gleich hier wählen. Aber nö, nicht unbedingt. So, sind wir auch schon da. So wie es aussieht, ist noch keiner außer mir da. Okay. Also es ist 10 Uhr. Bleiben denn die alle? Ah, ich glaube, ich höre irgendwo ein Auto. So, parken wir uns einmal hier hin. Warum auch immer hier drin Gras wächst. Ist ja unglaublich. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Bitte, Doc. Guten Tag. Herr Traube auch schon da. Ja, die Traube ist auch schon da. Ach, Sie sind Herr Traube, von Ihnen habe ich gehört. Dann sind Sie der Herr Branntwein, glaube ich, ne? Von Ihnen habe ich auch gehört. Ja, genau. Ja, unsere Namen, die passen ja zusammen. Ja, die passen zusammen wie Faust aufs Auge, mein Freund. Ja.
Habe ich eine kurze... Träumchen. Machen Sie Branntwein? Was? Noch nicht, aber es wird bald so sein, hoffe ich. Okay, ja. Das ist ja interessant. Gut, also, ich möchte nichts sagen, der Julian, ich glaube, das ist hier drüben ist der Hof vom Julian, also vom Herrn Sommer, oder? Ja, warum ist er nicht da, wenn er... Also, er hätte 5 Meter hier, ne? Ich glaube, warte mal, ich klingel mal kurz bei dem Herrn... ich glaube, wir rufen mal am besten den Herrn Sommer an. Sommer, hallo? Herr Sommer, Sie wohnen direkt daneben. Würden Sie vielleicht mal rüberkommen? Achso, da ist er. Ich stehe doch da. Ja, Sie sind 10 Minuten fast zu spät. Nein, eigentlich nicht. Ich stehe da schon die ganze Zeit. Ja, ich bin... Ja, genau. Also ich bin einen halben Kilometer... Doch, kommst du mit? Ja, egal. Hier ist das Gemeindegebäude. Ich stand hier. Ja, das ist aber nicht am Gemeindegebäude, ja, Herr Sommer. So, wollen wir da anfangen? So, ja, also ich weiß nicht... Wo geht denn hier rein? Ich glaube, es soll das hier für die Bürgermeisterwahl sein. Was denn, wo? Weil es soll die drin... ich meine, es ist Sommer, ne? Wir können es auch draus machen. Ne? Ja, meinetwegen. Ist jetzt ja, weil soweit ich hab gehört, dass die Klimaanlage im Gemeindegebäude schon kaputt ist. Ich setze mich hier... Ja, treuen hier. So, wer leitet denn den ganzen Spaß hier? Ich weiß es nicht. Also wer stellt sich denn jetzt erstmal überhaupt auf? Am besten die, die sich... Ja. Ah ja, der Spassler. Herzlich willkommen zu unserer Bürgermeisterwahl. Hier und... Ne, okay. Unser erster Kandidat. Hier also, der Herr Gruber. Ja, der, ich grüße Sie. Ja, hier, Sie können sich ja mal vorstellen. Also direkt schon loslegen oder nur kurz vorstellen? Nur kurz vorstellen und dann... Hallo? Was soll das denn jetzt? Ja, denn jetzt? Wer ruft an? Hallo? Hat jemand ihr... Ja. Hallo, wer ruft denn jetzt hier an? Von wem war das jetzt hier? Hallo, also bitte die Handys auch ausschalten, ne? Wir sind hier gerade bei der Bürgermeisterwahl, ne? Herr Gruber, Sie können sich einmal vorstellen und dann, ja, geht's weiter. Ja genau, mein Name ist Matthias Gruber. Ich leite hier das örtliche Lohnunternehmen oder Agrarservice Gruber. Und genau, bin 25 Jahre alt und genau, das sind so meine persönlichen Daten zu mir. Ich glaube, viel mehr Interessantes gibt es auch gar nicht zu sagen. Der zweite Kandidat ist ja. Der Herr Brandwein, hier rechts. Jetzt dürfen Sie sich einmal vorstellen. Moin, mein Name ist der Franz Brandwein. Ich möchte mich hier gerne zur Bürgermeisterwahl aufstellen, um unser kleines, hübsches Dörfchen noch hübscher zu machen. Aktuell leite ich meinen kleinen, beschaulichen Betrieb. Mit so ein paar Feldern, bin aktuell dabei, auch Milchviehhaltung auszubauen und letztendlich dann auch noch ein bisschen Branntwein zu produzieren. Ja, bin ebenfalls, was heißt ebenfalls, aber ich bin auch noch in den jüngeren Jahren mit stolzen 30. Ja, genau. Da habe ich eine Frage, Herr Branntwein. Ja, Herr Paul. Werdet ihr die Kaffeemaschine an? Herr Sommer, Sorry, ist fertig. Herr Sommer, es wäre halt ganz nett, wenn Sie Ihre Kaffeemaschine vielleicht auslassen, ne? Also es ist ja sehr toll, dass Sie eine mobile Kaffeemaschine dabei haben, aber vielleicht später. Das waren Sie doch. Nein, das war ich nicht. Das ist. Jetzt schiebst du es nicht auf mich. Ja, das waren Sie hinter der Sitzbank. Ich sehe es doch von oben. Ist die neue Kaffeemaschine mit App-Steuerung? Ja, das ist die vom Herrn Sommer, ne? Das ist ja wieder. Ich habe eine Frage, Herr Brandwein. Gibt es für die Leute, die Sie wählen, auch dann kostenlosen Brandwein oder wie verstehe ich das? Nein, noch habe ich keinen Brandwein, aber Verkostung wird es auf jeden Fall geben. Mhm. Also, wir haben mit dem Herr Gruber gestartet, dann darf Herr Gruber jetzt auch als erstens sein Wahlprogramm vorstellen. Okay, ja, dann würde ich dich auch mal bitte dazu bitten, Platz zu nehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Genau wie ich schon erwähnt hatte, mein Name ist Matthias Gruber. Moment bitte. Ja. Herr Traube, Sie haben aber echt Hummeln im Arsch, oder? Ja, ich keine Ahnung. Ich habe gerade, also ich wollte mich ganz oben hinsetzen. Gut, machen Sie weiter, lassen Sie sich nicht stören. Alles klar, kein Thema. Also ja, ich bin der Leiter des örtlichen LU, wie wahrscheinlich schon alle von euch mittlerweile wissen. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Naja, jedenfalls denke ich, ich möchte mich als Bürgermeister aufstellen lassen, weil ich mittlerweile als Lohnunternehmer einen recht guten Draht zu den Landwirten, zu den hier ansässigen Landwirten habe.
Also, finde ich zumindest. sind Sie erkältet? Warten Sie. Gehen Sie mal bitte in der nächsten Apotheke. Warte mal, ich habe hier in meiner Fahrradtasche. Hier einen Hustensaft. Können Sie jetzt mal sitzen bleiben, Herr Traube? Ja, der Herr Sommer braucht doch einen Hustensaft. Genau, reden aber warte, da ist Alkohol drin, ne? Also Achtung bitte, ne? Jedenfalls, Tja, hier jetzt ein Apfelweide, Alter. Ja, Moment. Haben Sie sich jetzt alle ausgehustet? Ja, so, bitte. Okay, genau, der Peter Traube ist jetzt auch seit neuestem mein Mitarbeiter. Danke für den Applaus. Genau. Ja, wofür ich eigentlich stehe als werdender Bürgermeister, ist, dass ich die hier ansässigen Landwirte unterstützen möchte, also sowohl finanziell als auch mental, da ich finde, dass man zur heutigen Zeit mit dieser Politik und diesen Vorschriften oder Vorlagen für die Landwirtschaft nicht mehr richtig wirtschaften kann und daher auch die kleineren Betriebe nach und nach aussterben, was ich natürlich verhindern möchte. Herr Sommer, okay. Dann gucken Sie von da drüben zu. Herr Sommer! Würden Sie jetzt bitte aufhören, Ihre Kaffeemaschine die ganze Zeit anzuschalten? Ich glaube, ich schalte hier jetzt einmal das WLAN aus, dann verbindet sich die eine Kaffeemaschine. Das wäre eine gute Idee. Der Herr Sommer hat gerade. Entschuldigen, aber der Herr Sommer hat gerade seine Kaffeepads in den Sandkasten geworfen. Ja, könnte es nicht weiter. Ich wollte schon nicht mehr herstellen. Jedenfalls stehe ich auch als werdender Bürgermeister für erneuerbare Energien, unterstütze das Bauen von Biogasanlagen und generell Generatoren, welche grünen Strom produzieren, weshalb ich ja auch an meinem Hof eine Hackschnitzelheizung besitze, um... Ach, Sie wollen sich doch nur das Geld selbst in die Tasche stecken! Ja, genau, um Gas und Öl zu vermeiden. Schere. Und Gas und Öl zu vermeiden, das heißt, Ihr Traktor fährt mit Siemens. Taps oder was? Mit Methan, nein, das tut er tatsächlich noch nicht. Ich aber Methan nicht sogar Gas? Methan ist ein Gas, was ihre Kühe produzieren und sie tatsächlich auch. Und dieses Gas könnte man wiederum, beziehungsweise die Biogasanlagen ja auch, und dieses Gas wiederum könnte man nutzen, um die Traktoren anzutreiben. Ah, Sie können sich auch bei Kompakttraktoren den Rigitrag kaufen, der geht sogar mit Elektro. Okay. Ja gut, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die kleinen Betriebe ja nicht aussterben sollen. Und so ein Rigitrag würde ja zu einem kleinen Betrieb wie für Sie, Herr Sommer, ja richtig gut passen. Also nur mal so am Rande, wir haben die gleichen Maschinengrößen, aber ja. Dankeschön. Geil, Alter, ich bin eine selbstproduzierende Methanquelle. Oh, geil. Also ich würde mich gerne dafür einsetzen, dass die Region einfach noch schöner gemacht wird, als sie überhaupt ist. Und die Landwirte, hier ansässigen Landwirte, ist einfach möglichst einfach mit Düngevorschriften oder auch irgendwelchen anderen bürokratischen Kram eben entlastet werden. Genau, also hierfür stehe ich mit meinem Namen und wenn jetzt noch irgendwelche Fragen auf Ja, ich hätte eine Frage. Bitte einfach reinrufen. Bitte, ja. Also man muss ja immer das Große und Ganze sehen, ne? Und deswegen genau, man muss immer global denken. Genau, immer das Große und Ganze natürlich sehen. Und deswegen habe ich eine Frage. Die Stadt muss sich ja auch irgendwie refinanzieren. Wären Sie dafür für einen gewissen Steuersatz im Dorf? Für diesen, nein, wäre ich nicht. Weil man das auch mit den Kreditzinsen finanzieren könnte. Mhm. Frage? Ja. Das setzt natürlich voraus, dass Leute einen Kredit aufnehmen. Genau, man will ja wachsen, um nicht klein zu bleiben und unterzugehen. Ja, okay. Genau. Hätte ich ein Gegenargument, aber was ich auch noch dazu sagen möchte, ist eben, dass man nicht den Wind ändern kann, aber man kann die Segel richtig setzen. Also ich möchte mit Ihnen es verändern, dass wir
dass wir es zusammen einfach gemeinsam schaffen, es für die Landwirtschaft so einfach wie möglich zu machen, aber gleichzeitig auch noch den Aspekt Umwelt im Auge behalten und einfach für beide Kandidaten, sage ich einfach mal, das perfekte, den perfekten Mittelpunkt zu finden. Weshalb ich auch fördern würde, dass Biobauern eben mehr Geld für ihre Produkte bekommen. Genauso auch es möglich ist, Grünstreifen anzulegen, wofür dann auch die Landwirte mehr Subventionen bekommen und eben auch also finanziell eben die Landwirte zu unterstützen und es eben ihnen auch einfach zu machen. Und dafür würde ich mich eben auch einsetzen. Genauso auch, dass Landwirte die Felder der Gemeinde bewirtschaften können, um sich nebenher noch ein zweites, drittes, viertes Standbein aufzubauen, je nachdem. Und eben, also im Sinn einer Geld Pacht zu verdienen. Verpachten, nicht einfach bewirtschaften, einfach so als Freundschafts-, so als Freund untereinander, sag ich mal. Ja. Genau, also, Pachten natürlich ja. Auch, wäre auch möglich oder denkbar. Wäre ich auch nicht abgeneigt davon. Kurze Frage. Ja. Also heißt es, könnte ich einfach Felder von der Gemeinde bewirtschaften, ohne dass ich dafür Geld bezahlen muss? So ganz ist das jetzt nicht. Die Gemeinde würde quasi im Forum, im Internetportal hochladen, welche Felder denn bewirtschaftet werden müssen, zu welchem Zeitpunkt, mit was, wie, ne, etc. Und dann steht eben ein Preis dafür und dann können sich die Landwirte dafür eintragen und das dann eben durchführen. Also es wird vom Bürgermeister, vom Amt vorgeschrieben, was gemacht werden muss. Also, keine Ahnung, jetzt gedüngt mit dem, also mit Gülle oder mit Mist oder, ja, etc. Sie bekommen halt nicht die Erträge, sie machen das und kriegen Geld dafür. Genau, so ist das. Wo ich gerade beim Thema Gülle und Mist bin, dadurch, dass ich ja auch für die Umwelt stehe, würde ich es natürlich auch finanziell von der Gemeinde aus fördern, wenn die Bauern ihre Felder mit Naturalien, also mit natürlichem Dünger, düngen. Ist Mineraldünger für sie unnatürlich? Chemisch hergestellt. Ist Frage. Chemisch hergestellt. Frage. Jo. Gülle, erstens, Gülle hat ja auch ein Methan in sich. Ja. Das ja. Wird ja dann auch freigesetzt. Mhm. Dann, wenn Gülle ins Grundwasser eindringt, dann steigt der Nitrat. Okay, ja. Aber es ist doch immer dann noch besser, wie wenn Chemikalien von einem. Wenn es ist immer noch besser, wie wenn Chemikalien in einen in den Bach geraten. Außerdem muss ich sagen, wenn ihre Kühe auf der Weide im Sommer stehen und da mal müssen, sage ich mal, dann landet es ja auch irgendwie im Grundwasser, oder nicht? Zudem müsste ich auch noch erwähnen, dass dadurch, dass sie ja Kühe halten und wir gerne auch mal unsere Bratwurst und unser Steak auf dem Grill liegen sehen und uns das schmecken lassen, halten wir ja diese Kühe, Schweine, Schafe etc. Und diese Tiere produzieren dann ja auch das, also Gülle, Mist, und es muss ja irgendwo hin. Und warum nicht einfach damit nutzen oder das nutzen und die Felder düngen und dann eben auf den chemischen Mineraldünger zu verzichten. Mineralischen Dünger, nicht chemischen, mineralischen Dünger. Okay. Ja, chemisch hergestellten mineralischen Dünger. Nicht chemisch hergestellt. Okay, können wir hier aufhören zu diskutieren, sondern entweder sie sind jetzt fertig oder sie reden noch weiter. Also von meiner Seite aus ist alles eigentlich soweit gesagt worden. Wenn Sie keine Fragen haben. Ja, ich hätte doch eine Frage. Ja, hauen Sie raus. Sie haben ja über Subventionen gesprochen und da muss man natürlich auch wieder das Große und Ganze sehen. Wenn ich mir jetzt eine Solaranlage hinstelle, bekomme ich das auch subventioniert? Ja. Okay. Weil es erneuerbare Energien sind, also grüner Ökostrom, und ich das fördern möchte. Auch hinten raus, wenn man schon eine hat? Nein, nur beim Neubau. Genauso auch mit Biogasanlagen. Wobei man da auch drüber reden könnte, dass man da irgendwie einsteigt. Okay. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, kann der andere Kandidat vortreten, oder? Alles klar. Dann Bühne frei für die Nächsten. Herr Brandwein. Ladies and Gentlemen.
wie ich ja schon bereits sagte, mein Name ist Franz Brandwein, stolze 30 Jahre jung. Und ich habe hier was Kleines vorbereitet. Ich habe hier viel aufgeschrieben, ich werde es ein bisschen kürzer halten nach Möglichkeit. Also mein erster Punkt wäre erstmal transparente, bürgernahe Verwaltung. Also es ist jederzeit, Sie können jederzeit zu mir kommen, Ihre Wünsche, Sorgen äußern. Ja, das ist ja schon mal klar. Zudem möchte ich gerne offene Einblicke in Entscheidungsprozesse gewähren, ein Bürgerportal einführen, eine Online-Plattform, wo Budgets, Kredite, alles Mögliche eingesehen werden kann, um dann in den öffentlichen Diskurs oder in eine Beratung hineinzugehen. Ja? Subvention ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Möchte die Stadt tatsächlich auch Biogasanlagen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein vernünftiges Konzept vorliegt, um Gülle und Mist zu verwerten. Weil es ganz klar darum geht, diese Gülle und Mist weiter zu verwerten, um dann letztendlich die Gärrisse rauszuziehen und nicht um Monokulturen zu betreiben wie Mais. Ja, darum geht es grundsätzlich. Selbstverständlich können Sie dann trotzdem Mais hineinfüllen. Es wird ja lediglich verlangt, dass halt ein vernünftiges Konzept vorliegt für Gülle und Mist. Als nächstes hätten wir dann... muss ich kurz mal nachgucken, was ich hier Schönes habe? Miteinander und Sicherheit. Sicherheit aktuell ja ein sehr reges Thema hier in der Gemeinde. Die Polizei ist ja irgendwie verschwunden. Da bin ich tatsächlich schon auf der Suche nach einem neuen, habe da auch recht vielversprechende Angebote bis jetzt. Das wäre mein Angebot an Sie, für eine bessere Sicherheit zu sorgen. Vor allem dafür zu sorgen, dass sich irgendwelche Irren mit 100 auf einem Quad durch die Stadt ballern. Ja, das ist sehr gefährlich. Also? Das ist eine Unterstellung. Ich bin mit 30 gefahren, beziehungsweise mit 50 km/h. Und auf den Stück, wo ich 100 gefahren bin, Wer hat denn Sie angesprochen? Warum fangen Sie jetzt an zu reden? Das war Lassen der, Sie doch jetzt mal in der Brandwein ja, aus, hallo, oder wie der heißt. Zudem möchten ich oder möchten wir dann mit meiner Gemeindeverwaltung zusammen einen Nahverkehr einführen, einen Bus, der hier seine Strecken fährt, damit wir eben nicht jeder einzeln mit dem Auto etc. fahren müssen. Oder wenn wir mal was zum Händler bringen, dass wir da nicht zurücklaufen müssen oder uns irgendwen organisieren müssen, der zurückfährt, sondern einfach den Bus nehmen können. Wir möchten einen Bus und einen Busfahrer organisieren. Also die simplen Dinge. Ja, was soll ich lange labern mit Subventionen und so? Geld verdienen wir irgendwo ja alle. Und wenn Sie einen Kredit haben möchten, können Sie den gerne bei uns dann auch zu niedrigen Zinssatz und gerechten Zinssatz holen. Landwirtschaft, wie ich schon sagte, wird weiter so subventioniert, wie es bereits subventioniert wird, im Sinne von Biogasanlagenbau etc. Sollten Sie für irgendwas Subventionen haben wollen, möchten, weil Sie neue Ideen haben, kommen Sie auch immer gerne zu uns in die Gemeinde und reden Sie mit uns. Ja, gehen Sie in den Diskurs, gehen Sie in die Beratung. Zudem möchten wir die Bildung erweitern, nicht in Bezug auf Jugendliche und Kinder, sondern in Bezug auf Fortbildung in der Landwirtschaft, Feuerwehr, ja, Erste-Hilfe-Kurs, solche Dinge halt, die alltäglichen Dinge möchten wir Ihnen vermitteln. Gibt es Fragen? Ja. Ach, Herrgott. Ja, Herr Traube. Ja, da muss man ja auch wieder das Große und Ganze sehen, wie ich vorher schon beim Herrn Gruber angesprochen habe. Das muss sich ja alles auch refinanzieren, wenn Sie hier eine Bushaltestelle und Busfahrer einstellen wollen. Wollen Sie da ein Steuersystem einführen? Also ich persönlich wäre nicht dagegen gegen ein Steuersystem in der Gemeinde Ellerbach. Ich persönlich auch nicht. Da muss ich aber ganz offen zu Ihnen sein. Es ist geplant, ein Steuersystem einzuführen. Das möchten wir aber eben wegen dieser öffentlichen Diskurs, wegen der bürgernahen Arbeit mit Ihnen zusammen entwickeln. Ja, das würde dann seine Zeit brauchen. Allerdings, ja, wir möchten eins einführen, aus dem Grund, da wir nicht dieser Refinanzierung durch Kredite trauen, weil irgendwann will man ja auch nicht mehr wachsen oder kann nicht mehr wachsen und dann geht die Stadt eben pleite. Deswegen möchten wir ein Steuersystem einführen, allerdings ein gerechtes, wo wir die Mehrheit mit abdecken können. Und zudem hatten wir halt auch eingeplant, so, das geht jetzt ein bisschen von Ihrer Frage ab, aber das möchte ich nochmal erwähnen, kleine Events einzuplanen. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten, da würden dann je nachdem Dinge kommen, wenn ich gewählt werden würde. Dankeschön. Gut. Dankeschön. Dann haben wir es soweit, oder? Fragen. Haben wir es. Ja. Also. Wer schaukelt hier gerade auf der Tribüne rum? Gut, dann würde ich sagen, ich hab's euch gegeben. Ja.
Dann stimmen wir einmal ab. Ihr könnt euch alle auf eurem Handy abstimmen. Auch diejenigen, die Bürgermeister werden wollen oder nur die anderen? Ja. Auch die, die Bürgermeister werden wollen, das ist ja klar. Ich weiß natürlich, jeder wird sich dann selber wählen, aber das ist ja normal. Als Namen muss man einen Punkt angeben, ne? Ja, einfach Punkt eingeben. Ich hab den Link jetzt noch nicht auf mein Handy geschickt bekommen. Ich weiß, ich habe den. Oder? Sie müssten den im Chat. Ach doch, 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 ich habe ihn. Alles gut, ich habe ihn gefunden. Gut, wunderbar. Also nur mal so, ich habe jetzt für den Herrn Branntwein gestimmt. Einfach, weil ich sein Konzept sehr gut fand und ich das auch mit dem Steuern und so viel besser finde. Ne? Ich habe leider keine Einsicht in die Auswertung. Ich habe eine Einsicht in die Auswertung. Soll ich das dann einfach verkünden? Gerne. Gut, dann... Also, ich sag nochmal so, der Gewinner wird, wie gesagt, der Bürgermeister und der dann leider verloren hat, wird halt dann der stellvertretende Bürgermeister. Gut, setzen Sie sich bitte einmal. Herr Sprenzer, können Sie sich auch setzen? So, dann darf ich verkünden. Bürgermeister von Ellerbach ist nun der Herr Branntwein. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Vielen Dank, vielen Dank. Gut, und natürlich auch an den Herrn Gruber Glückwunsch zum stellvertretenden Bürgermeister. Glückwunsch, Herr Branntwein. Dankeschön. Glückwunsch, Herr Branntwein. Glückwunsch, Herr Gruber zum stellvertretenden Danke. Bürgermeister. Danke. Herr Sommer, können Sie jetzt mal Ihre Trompeten da in... Also auf eine gute Zusammenarbeit. Ja. Und herzlichen Glückwunsch. Man freut mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, freut es ganz manchmal. Also Herr Branntwein, ich würde Ihnen dann gleich mal Ihr Büro zeigen. Ja. Hier hinten? Also Sie können ja alle einmal reinkommen, ne? Das Gemeindegebäude, das habe ich hier mit der Stadt Ellerbach entwickelt, ne? Nee, natürlich nicht. Sie sind doch gerade erst zugezogen. Ja, ich habe aber damals hier schon gewohnt. Da habe ich mit dem Bürgermeister, da war ich im Stadtrat drin. Da haben wir damals die Pläne vor 10 Jahren gemacht. Herr Sommer, gehen Sie vielleicht weiter. Bin so dick. Ich fahre auf Zug. Ja, fahren Sie mal bitte. Ja, jetzt hat es der Herr Sommer auch geschafft. Mein Gott, wer hat denn diese Treppengeländer? Ja, das habe ich tatsächlich noch mitgeplant, dieses Gemeindegebäude, als ich damals im Stadtrat war. Nur das hat jetzt leider 10 Jahre gedauert, bis gebaut wurde. Aber man kennt ja, die Bürokratiemühlen malen langsam. So. Hallo, kommen Sie? Oh, eine Kaffeemaschine. Herr Sommer. Obwohl, ja, machen Sie mal bitte alle Kaffee für machen Sie mal bitte Kaffee für uns alle. Ich nehme mit Milch und Zucker. Boah, die ist aber ganz schön laut. Ja. Gut. Sehr gut. Das ist mein Büro. Ja, das hier ist Ihr Schreibtisch. Ich weiß auch... Wahrscheinlich auch das Büro von Herrn Gruber, nicht? Ja, das können Sie sich halt teilen, ne? Ja. Also, damals hat die Stadt warum auch nur ein Büro hier eingerichtet. Herr Sommer, können Sie vielleicht mal weggehen, damit ich auch wieder durchgehen könnte? Dann haben wir hier... Kommen Sie einmal alle. Hier haben wir dann eine wunderschöne Küche, ne? Falls Sie sich mal was zu essen machen wollen. Oder einen Kaffee. Genau, dann hier, weil sie mal was verkünden müssen, wäre hier halt der riesige Besprechungsraum. Ja. Genau, dann wenn es halt was Interneres ist, was wenn jetzt vielleicht nur mit einem Landwirt besprochen werden muss, oder... Dafür gehen wir auf die Toilette. Oder wenn jetzt Streit geschlichtet werden muss, dann wird das hier gemacht. Ja, haben wir auch eine Gefängniszelle hier, damit ich den Polizisten wegstelle? Ah, aktuell leider noch nicht. Ja, schade. Aber theoretisch ist es bei mir im Kuhstall unten drin. Genau, hier ist dann einmal Toilette, ne? Die Toilette. Oh, ich muss mal eben. Eine schöne Toilette. Wir gehen am besten wieder raus.
Hier mal zum Lüften aufmachen, gleich mal. Herr Sommer, lassen Sie mich aus der Tür raus. Lassen Sie mich aus der Tür raus, ja, ja, ich hab das schon verstanden. So. Ah ja, hier haben Sie noch... Ah ne, warte, das ist also, ja das gleiche. Das, boah, scheiße, ich klemm hier fest, Alter. Ist ja die gleiche... Herr Sprenzler, lassen Sie jetzt mal bitte hier... Ich meinte den Herrn Sommer mit der Tür. Ach, weiß was, ich nehme die andere Tür. Genau, hier, was war hier drinnen? Ja, hier kommen Sie hinten rein, ganz einfach. Herr Sommer, können Sie bitte... Dankeschön. Ja, ah ja, hinten rein also, okay. Dann theoretisch, ja, also wir könnten ja, also das ist eigentlich für die Feuerwehrleute, ne? Aber da wir aktuell ja noch nicht so viele sind und mal, das ist ja eine freiwillige Feuerwehr hier ist, könnte man ja das als Gefängniszelle umfunktionieren, meiner Meinung nach. Ja, Holztüren ist eine geile Gefängniszelle. Ja, mein Gott. Mit Zucker auf Balkon. Ja, mein Gott, so viele Schwerverbrecher haben wir jetzt auch nicht. Und wenn sie runterspringen, na gut. Ja, Herr Sommer, ach, Herr Sommer fährt ja schon mal mit 100 durchs Dorf. Nein, das war vorm Dorfeingang und da ist ein unbegrenztes Schild. So, dann kommen sie einmal nach unten. Hier haben wir dann einmal nochmal einen Raum, das ist für die Feuerwehrleute zum Essen. Ja. Das ist jetzt zu dick. Wir müssen da rüber. So, dann haben wir hier die Küche von die Feuerwehrleute und von die Polizisten. Alter, laufen. Die Feuerwehrleute. Ja. Mein Deutsch ist die Feuerwehrleute. Was? Herr Sommer, können Sie jetzt mal aufhören, in jeder Küche die Kaffeemaschine zu benutzen? So, danke, Herr Sprenzler. Dürfte ich einmal... Herr Sprenzler, dürfte ich also... Herr Sprenzler, Sie stehen etwas in der Tür. Matze, komm mal her. Herr Gruber, können Sie vielleicht mal den Herrn Sprenzler da wegmachen? Pass mich hier rein, Alter. Komm mal rein hier. Herr Sprenzler! Geil, Alter. Na gut. Wir sind weg, Alter. Hallo, können Sie bitte... Ah, mein, unglaublich. Da haben Sie mich fast angefahren. Können Sie vielleicht den Smart hier stehen lassen? Das ist doch jetzt meine. Jetzt hat der Herr Sommer den Knopf für die Sirene gedrückt. Ja, zum Glück ist sie ausgegangen. Hackt's eigentlich? Ist doch meine. Herr Brandt... Ach so, ja, stimmt, das ist tatsächlich Ihrer, ja. Der Tester. Herr Brandtwein, das ist Ihrer, ja. Glückwunsch zum Gemeindefahrzeug, ne? Sie kommen rein in die Atze. Steigen Sie mal aus, ich möchte Ihnen was zeigen. Hier haben wir dann wunderschön zwei Ladesäulen. Ach, Herr Brandtwein. Ja. Wenn ich mir jetzt eine Ladesäule hinstelle an meinen Hof, bekomme ich die subventioniert? Herr Brandtwein, Sie müssen Ihren Spoiler noch einklappen. Ganz bestimmt nicht. Ja, aber ich habe Ihnen das Gemeindegebäude noch nicht fertig gezeigt. Kommen Sie wieder rein? Sie müssen jetzt Spoiler. Ich wollte mit Matze eine Runde G drehen, Alter. Die können Sie mich doch dann auch mal irgendwann abholen, oder? Das weiß ich noch nicht. Also ich habe aktuell noch kein Auto. Ich habe aktuell kein Auto, besser gesagt. Herr Brandtwein, legen Sie dann in der Matratze mit Matze. Genau, die Gemeinde war damals auch zu arm, hier einfach einen Durchgang zu bauen. Deswegen müssen wir leider immer durch die Küche gehen. Herr Sommer, ich verhafte Sie gleich wegen Unzüchtigkeit. Herr Sommer, das wird der Polizist nicht durch. Ich wollte nur gucken, ob die Auto das macht richtig. Steigen Sie aus meinem Auto aus, Herr Sommer. Ich bin doch schon draußen. So, dann hier einmal durch die Küche. Um das vollkommen ernst. Herr Sommer, was haben Sie denn jetzt schon wieder mit dem Smart hier gemacht? Der arme Smart, der hat Ihnen nichts getan. Warum wächst hier Gras? Das ist eine gute Frage, Herr Sommer. Das war mal Ihr Feld, auf dem wir das hier gebaut haben. Ja, da war aber auch noch Gerste drauf. Es waren aber mordsmäßige Grashalme, dass die durch Beton wachsen. Ja, das ist vom Herrn Sommer. Da war Gerste drauf und kein Gras. Das gute Gras, oder? Kann das sein? Genau, dann haben sie... Das gute Zeug. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich der Herr Sommer hier Gras reingeschmissen einfach. Ja, wahrscheinlich. Die Türen sind auch aus Stahl, oder? Gut, die Türen vielleicht, also... Vielleicht nicht so fest dagegen drücken. Oder vielleicht noch ein Stück vorfahren? Genau, hier haben wir dann... Ja, den Audi kann ich mir bestimmt mal eine Runde ausleihen. Hier haben wir dann unsere Umkleiden drin halt, ne? Ja, können wir fahren, Herr Traube. Der hat ja nur 160 PS, ist ja nichts. Gut, wenn wir gleich mal hier sind, wer ist denn jetzt aktuell der Feuerwehrkommandant? Sprenzler, oder? Oberkommissar Sprenzler, mein Name. Herr Sprenzler, könnte ich mich dann gleich mal hier für die Feuerwehr anmelden, weil ich bin damals wieder ausgetreten. Ja, wenn ich meinen Termin mit dem neuen Oberbürgermeister gemacht habe. Herr Brandtwein, ich würde dann auch ganz gerne einen Termin haben. Weißt du, ja, wann haben Sie rufen Sie gleich an, ich drehe jetzt erstmal eine Runde mit Matze, Alter. Na gut, dann. Großen sind rot. Ich muss doch mal losarbeiten. Franz, ich war dann mit deinem Auto zurück zum Hof und mach weiter die Ballen, ne? Der hört dich nicht.
Jo. Danke. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Schaffen, ne? So, aber das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es mir sehr. Ich war ein bisschen chaotischer, die Folge. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr euch ein Like da lasst. Wir nehmen das Ganze. Ja. Alles gut, was? Alles gut. Nee, ich bin gerade abmoderieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.